Anfang was sagen im Anschluss an Hertha Holberg-Melin, so wie alle, die bisher gesprochen haben, Susanne Wies und Johannes Stübgen gestern mit im Raum sind jetzt, wenn wir weitermachen und mit in meinen Gedanken, wenn ich das Gespräch hier weiterführe. Weil das sind nicht einfach nur einzelne Vorträge, die jemand für sich hält. Erstens hält er keinen, hält niemand einen Vortrag für sich, sondern immer für die anderen. Und zweitens ist es eigentlich ein tiefes Erkenntnis und auch Empfindungs- und Willensgespräch, das wir hier miteinander führen über diese Tage. Wo stehen wir und wo wollen und müssen wir hin? Was sind die nächsten Aufgaben? Und ich will einen Satz sagen zu mehr Demokratie und auch zu meiner eigentlichen Motivation für diese Arbeit. Erstmal ein Satz zu mehr Demokratie. Und das sage ich gerade jetzt im Anschluss an den Vortrag von Hertha. Es ist ja ganz oft so, dass je nachdem, wo man sich bewegt heute in der Gesellschaft, die Menschen sehr starke Meinungen haben, und zwar meistens über die anderen, über die, die sie nicht kennen. Ja? Und freut euch nicht zu früh. Ich meine damit auch, dass zum Beispiel unter Menschen, die nicht selbst das schwere, in meinen Augen ausgesprochen schwierige Schicksal in ihrem Leben gewählt haben, sich in die politische Arena zu stellen und dort für die Weiterentwicklung der Bürgerrechte und der Demokratie zu kämpfen. Das ist ja eine persönliche Lebensentscheidung. Wenn man mit einem großen Idealismus in die Welt kommt und merkt, die Verhältnisse sind nicht so, wie sie sein sollten, dann ist es bei einigen so, dass sie sagen, ich muss da hingehen, wo die Entscheidungen gefällt werden. Das war zum Beispiel bei mir so. Erstmal, ich wäre niemals in eine der damals bestehenden Parteien eingetreten, das wäre mir nicht im Traum eingefallen. Aber eine neue Partei gründen, das machte Sinn. Nicht nur um neue Ideen in Bezug auf Umwelt und andere Fragen reinzubringen, neue Wirtschaftsordnung und so weiter, sondern ein ganz neues Verständnis von Demokratie. Deswegen habe ich zum Beispiel, ich war ja am Anfang der Programmkommission, mitgeschrieben an diesem Grundkonsens, in dem die Grünen gesagt haben, wir haben vier Grundsäulen. Wir sind ökologisch, sozial, basisdemokratisch und gewaltfrei. Mit basisdemokratisch war immer gemeint, eigentlich wollen wir uns selbst überflüssig machen. Das heißt, wir arbeiten für eine Politik, in der wir nicht sagen, gebt uns eure Stimme und alles wird gut, sondern wir arbeiten für eine Politik, wo wir reingehen in die Parlamente, um dafür zu sorgen, dass in zunehmendem Maße die Bürgerinnen und Bürger selbst die Entscheidung treffen können. Das war das Ding. Und dann ist es so, und das ist übrigens immer und überall in der Welt so, wenn Sie ein Unternehmen gründen, wenn Sie irgendwo arbeiten, am Anfang ist eine Idee, dann stellen Sie das in die Wirklichkeit und dann fängt die Gravität an. Sozusagen, je länger Sie daran arbeiten, desto mehr wirken Schwerkräfte. Und irgendwann merken Sie, die Idee ist gar nicht mehr so richtig da. Das ist so wie mit der Akropolis. Man kann da heute hinfahren, aber die Idee ist nicht mehr, die erlebt man gar nicht mehr in Griechenland. Die erlebt man ganz woanders. Die erlebt man erstmal hier und die erlebt man hier zwischen den Menschen, aber dort, wo man sie sucht, ist sie nicht mehr. Es ist die gleiche Tragik wie damals, als das Christentum allmählich dünner und schwächer wurde und dann die Idee kam, wir fahren ins Heilige Land, an die heiligen Stätten und holen uns sozusagen die Erneuerung von dort und dann stand man in einem Blutbad und hat festgestellt, der, den wir suchten, ist überhaupt nicht mehr. Völlig woanders und der, den wir suchten, den haben wir gerade sozusagen vernichtet durch unsere Taten. Das ist eine große Tragik. Ich glaube aber eine Tragik, von der keiner in seinem Leben frei ist. Und ich möchte eins zu Beginn sagen. Ich glaube, eine entscheidende Kraft von mehr Demokratie liegt darin, bis heute, dass wir immer unsere Idee mit aller Kraft gefasst haben, sehr rein, und dass diese Idee zum Ausgangspunkt hat, den freien Menschen, und zwar jeden und jede Einzelne. Und dass diese Idee, und das ist mir wichtig, kein Feindbild gibt. Ich jedenfalls habe noch nie gegen jemanden gekämpft. Noch nie. Sondern immer für etwas. Ja? Und wenn mir mal ein, ich will jetzt den Namen nicht sagen, ein sehr bekannter Mensch, kurz vor seinem Tod, einen Brief geschrieben hat, warum, Herr Häfner, haben Sie nicht sind Sie nicht ins Feld gezogen gegen die Übermacht der politischen Parteien im Land und gegen die Usurpation des Politischen durch die Parteien? Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, genau das habe ich gemacht. Aber ich halte es für unfruchtbar, gegen die Parteien zu kämpfen, sondern ich halte es für fruchtbar, dasjenige ins Spiel zu bringen, was nach den Parteien kommt. Damit jenes wächst und dieses schrumpft.
Es hilft überhaupt nichts, gegen Parteien zu sein. Es macht die Demokratie nicht besser. Ich halte übrigens sogar Parteien historisch gesehen für einen Fortschritt. Gucken Sie sich mal Länder an, wo es das nicht gibt. Also wo das eine Frage von Nepotismus ist. Ja? Und wo der jetzige Staatschef der Sohn des Vorigen ist. Ja? Ich kenne solche Länder, ich habe sie besucht. Ja? Ich bin morgens um 5 geweckt worden mit der Hymne auf Kim Jong-il, dann erst Kim Il-sung, dann Kim Jong-il, jetzt Kim Jong-un. Ja? Das ist nicht unbedingt, wo und wie ich leben so will. Parteien sind eine Übergangsform, wo in Menschengemeinschaften sich Leute zusammenfinden, sich die Demokratie erringen anhand von Ideen und dann zur Wahl stellen. Und das ist noch was anderes, als wenn das sozusagen aristokratisch oder plutokratisch oder sowas gehandhabt wird. Aber es ist eben nicht die Endform der Demokratie. Und übrigens auch die direkte Demokratie ist nicht die Endform der Demokratie. Wir wissen nicht, was die Endform der Demokratie ist. Denn es wird noch viele Generationen nach uns geben. Und die Menschheit wird sich ständig entwickeln und verändern. Und mit der Menschheit müssen die Rechtsverhältnisse wachsen, in denen die Menschen leben. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wir schaffen uns Recht so wie eine Kruste, wie die Tiere einen Panzer oder wie wir als Menschen die Knochen in uns tragen. So ist das Recht. Damit es uns Sicherheit, Stabilität gibt. Das Recht sichert die Freiheit. Es zerstört sie nicht, wenn es wirkliches Recht ist, von den Menschen freigeschöpft. Ohne Recht haben wir Willkür, Kampf aller gegen alle. Ohne Recht haben wir Barbarei. Das Recht ist die Voraussetzung der Freiheit. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, aber auch Demokratie. Demokratie ist sozusagen eine sehr hochentwickelte Blüte des Rechts. Ja, dass alle gleich sind. Nicht nur vor dem Recht, sondern beim Zustandebringen der Gesetze gleich sind. Das Recht überhaupt nur noch dasjenige sein kann, was aus der Beratung und Entscheidung aller hervorgeht. Das ist die Idee der Demokratie. Alles andere kann heute nicht mehr Recht genannt werden. Ist Willkür. Ja, und das muss man bei dem Begriff von Macht immer sehr gut mit dem Hinterkopf haben. Wobei ich weiß, dass Hertha Däubner-Grün, so wie sie ihn entwickelt hat, den Begriff der Macht genauso denkt. Demokratisch. Und ich würde mich freuen, wir hätten mehr solche Menschen in Ämtern. Ich hätte sie gerne als Justizministerin und manche andere nicht. Aber worum es mir geht, ist, wir haben bei mehr Demokratie immer diese Idee geschützt und entwickelt. Denn wenn man eine Idee nicht entwickelt, verkrustet sie, stirbt sie. Die Idee ist mit uns gewachsen und wir sind mit der Idee gewachsen. Aber wir haben nie gegen andere gekämpft, sondern immer mit anderen. Wir haben immer die Parteien eingeladen, die Parlamente eingeladen. Wir haben immer mit solchen Menschen wie Hertha Däubner-Grün direkte Gespräche geführt. Ich erinnere mich sehr gut an mein erstes Gespräch mit ihr. Will ich jetzt nicht erzählen, habe die Zeit nicht. Das waren großartige Begegnungen, weil viele Menschen, mit denen wir diese Begegnungen hatten, zunächst mal entschieden gegen direkte Demokratie waren, fast alle. Und alle hatten ihre Gründe. Die meisten Weimar, die Nazis, Hitler, die Verführbarkeit des Volkes und so weiter. Sie meinten, Demokratie ist etwas, was man gegen die Masse sozusagen als ein Elitenprojekt schützen muss. Das war flächendeckend. Als wir angefangen haben mit mehr Demokratie, da waren wir ganz wenige. Und um uns herum eine Gesellschaft, übrigens auch alle meine Freunde, in der eigenen Familie, im eigenen Freundeskreis, ich habe sehr viele Juristen, alle haben gesagt, verfassungswidrig, rechtswidrig geht nie und vor allen Dingen, du gefährdest die Kultur und Zivilisation, du gefährdest den Rechtsstaat in Deutschland, denn wenn die Massen wieder marschieren, dann wird alles eingerissen. Ich weiß noch, als ich die erste Rede hielt für direkte Demokratie 1979, da kam hinterher ein relativ bekannter Journalist zu mir und sagte, junger Mann, wenn ich Sie in Ihrer Naivität so höre, befassen Sie sich mal mit, also da habe ich über Volksentscheid gesprochen, direkte Demokratie, befassen Sie sich mal mit der deutschen Geschichte. Wissen Sie, wohin uns die direkte Demokratie gebracht hat? Ich so, ja, wohin denn? Sagt er, ja, in den Nazistaat, ins Dritte Reich. Sagte ich, ja, was haben Sie jetzt im Auge? Die Volksabstimmung zum Jan-Plan, die zur Fürstenenteignung oder wovon sprechen Sie? War völlig irritiert, er wusste es nicht. Er hatte sich damit nie befasst, aber was er wusste, war, dass die direkte Demokratie uns in den Abgrund geführt hat. Sehen Sie, und so ist es, da wurde jahrzehntelang über unsere Geschichte gelogen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Wilfried Heid, Lothar Udert, Bertolt Hasenmüller und ich nenne es mal alle, die da beteiligt waren, Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre,
diese Frage untersucht haben, wie war das eigentlich mit dem Grundgesetz, weil damals alle Kommentare, durchweg alle und alle Lehrbücher sagten, die Abstimmungen im Artikel 20 sind mitnichten Volksabstimmungen, also Abstimmungen des Volkes über alle möglichen Sachfragen, sondern die Abstimmungen des Artikel 20 beziehen sich auf Artikel 29 und das ist nur eine Frage von Neuregelungen des Bundesgebietes, das heißt Teilgebietskörperschaften, im Lippischen gab es das mal, Baden-Württemberg gab es das, Zusammenlegung von Südwürttemberg, Hohenzollern, Nordwürttemberg, Baden zu einem Bundesland Baden-Württemberg, da stimmten dann die Bürger ab. Brandenburg, Berlin gab es das mal, sonst nicht. Das war die herrschende Lehre und wir haben als Nichtjuristen diese herrschende Lehre widerlegt. Und zwar so, dass heute keiner, der irgendwie noch mitreden will, der irgendwie auf dem Stand der Wissenschaft sein will, das noch behaupten kann. Wir konnten das widerlegen, weil wir anhand der Originaltexte des Parlamentarischen Rates festgestellt haben, es stimmt nicht, was da behauptet wird. Es kann nicht stimmen. Allerdings wussten wir auch nicht, was stimmt. Es war bei diesen sämtlichen, durchgängigen Auslegung immer die Fußnote, siehe sämtliche Protokolle des Parlamentarischen Rates, Ausgabe sowieso, Seite sowieso. Und wenn man diese Seite aufgeschlagen hat, stand da was völlig anderes. Nur nicht das, hatte gar nichts mit dem Thema zu tun. Das heißt, einer hatte das behauptet und alle hatten abgeschrieben. Lauter Gutenbergs. Ja. Damals war das noch, hat das die Republik noch nicht so erschüttert. Mich erschüttert es übrigens auch nicht so sehr als Bild in die Seele und Arbeitsweise von Menschen. Mich erschüttert, dass in einer zentralen Frage der Demokratie in Deutschland die Bürger über Jahrzehnte betrogen wurden. Denn die Architektur des Grundgesetzes ist diese. Das Grundgesetz steht auf zwei Säulen und ist nicht das, was Sie meinen, sondern auf dem Artikel 1 und dem Artikel 20. Menschenwürde, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu achten, ist oberste Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das heißt, alles auf den Kopf gestellt, was wir vorher hatten. Lesen wir mal die Verfassung der Französischen Republik. Da wird erstmal die Republik erklärt, der Staat und ganz später, viel später kommt der Bürger. Lesen Sie mal alle anderen Verfassungen, fast alle anderen Verfassungen, die es bis dahin gab. So einen Griff, wie es das Grundgesetz gemacht hat, gab es bis dahin nicht. Nämlich zu sagen, der Staat, der ist überhaupt nur da und berechtigt, insoweit er die Freiheit und Würde der Bürger schützt und achtet. Das ist seine Aufgabe. Das ist, was Huber, also jetzt nicht Roman auch gestern, aber unser Freund Peter Michael Huber, im Bundesverfassungsgericht gesagt hat, der Staat ist für die Bürger da, nicht die Bürger für den Staat. Das ist die Idee des Grundgesetzes. Und wenn das so ist, Artikel 1, dann muss es das Komplementäre geben, nämlich dann muss man sagen, wie funktioniert dieser Staat? Worauf gründet er sich? Und da heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird, also alle Staatsgewalt, vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Rechtsprechung, der vollziehenden Gewalt und der Gesetzgebung ausgeübt. Da ist die klare Aussage, dass bevor die ganzen Organe kommen, in denen abgeleitete Formen der Staatsgewalt, die Staatsgewalt in abgeleiteten Formen ausgeübt wird, also indirekt, mittelbar, davor heißt es, unmittelbar agiert das Volk in Wahlen und Abstimmungen. Und dieser zentrale Punkt, der nämlich sagt, dass die Bürger nicht nur ihre Stimme abgeben im doppelten Wortsinn und dann ist sie weg, in den Wahlkämpfen, ja. Man weiß nicht, wo sie hingegangen ist, ja. Und dann ersteht sie auf im Fernsehen in Form eines neu gewählten Bundeskanzlers, der sich für das Vertrauen bedankt. Schon da gucken sich immer viele an und sagen, das ist Vertrauen. Warst du das? War ich das? Wer war das? Ja. Und dann fangen die an zu regieren und die Bürger gucken zu und merken, das hatten sie alles so gar nicht gewollt. Ja. Die machen viele Geschichten, die sie nie vorher erklärt hatten. Europapolitik hat irgendeines der Themen, die in den letzten 5 Jahren auf europäischer Ebene entschieden wurden, im Wahlkampf eine Rolle gespielt? Gab es zu irgendeiner dieser Fragen ein klares Mandat für die Politikerinnen und Politiker? Nein. Europawahlkämpfe werden sogar sehr gerne von Wahlen benutzt. A, wegen der Wahlkampfkostenerstattung und B, um nationale Themen zu reiten. Über Europa reden dabei die wenigsten. Das muss man ganz deutlich sagen. Vor allem werden nicht unterschiedliche Modelle, Alternativen für Europa dargestellt. Was für ein Europa wollen wir? Wie wollen wir es entwickeln? Und so. Das ist überhaupt kein Thema. Deswegen diese ganze Legitimation, wo Sie heute immer noch unendlich viele Lehrbücher von Politikwissenschaftlern, Juristen und so weiter lesen können, wo Sie feststellen, die Politik, eben die konkreten politischen Entscheidungen der Parlamente sind ja gegründet auf die Wahlentscheidung der Bürger und dadurch haben die Bürger ja
immer die Kontrolle, das stimmt doch alles gar nicht. Das ist eine sehr, sehr vorläufige Form von Demokratie. Und wenn man das ändern will, dann hilft es nichts, dagegen zu protestieren. Ist auch gut, immer sinnvoll, dass einem was nicht passt. Das ist immer das Erste, was man merkt, man ist empört, dann geht man auf die Straße. Aber worauf es zentral ankommt, ist, dass man 20, 30, 40 Jahre vorausdenkt, überlegt, was muss ich ins Spiel bringen? Wohin muss das gehen, sich entwickeln, verändern, damit es gut wird? Und das dann ins Spiel bringen. Und das ist das Schöne bei mehr Demokratie, dass diese Idee so klar ist, dass wir sie mal reingehalten haben, anschlussfähig für alle Menschen, nie ideologisch geworden sind, nie parteipolitisch geworden sind, nie sozusagen wir gegen die anderen, sondern immer die Einladung an alle. Und dass wir auch immer die Sicht beider Seiten hatten. Also zum Beispiel für mich war das extrem hilfreich. Und viele wissen das ja aus den Jahren, wo ich dann hier bei mehr Demokratie sozusagen meine Haupttätigkeit hatte. Das ist eigentlich der größere Teil meines Lebens, wenn ich zurückschaue. Und dann die Jahre, in denen ich im Parlament war. Was für unterschiedliche Welten. Komplett verschieden. Aber wie wichtig, diese beiden zu kennen, um die je andere zu verstehen, anschlussfähig zu sein, zu wissen, wie man die Sachen dort einspeisen muss, damit sie da verstanden werden, umgesetzt werden können und so weiter. Und deswegen ist mir wichtig, dass solche Menschen wie Hertha Dolberg-Melin und andere bei uns sind. Und sie ist eine, die uns ganz von Anfang an unterstützt hat. Sie gehörte zu den Ersten, die uns unterstützt haben. Und von den Ersten ist sie die Einzige, die das heute immer noch tun. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Das wollte ich zu ihr sagen. Aber dahinter stand ja diese bisschen was von dem Hintergrund von mehr Demokratie. Ich will eines noch ergänzen zu meinem zentralen Anliegen. Mein zentrales Anliegen, von dem ich glaube, dass es auch das tiefere, vielleicht unbewusste, zentrale Anliegen von mehr Demokratie ist. Das ist das Recht zu befreien. Aus den Kerkern, in denen das Recht eingesperrt ist von finsteren, falschen Mächten. Das ist ein sehr gemeines, brutales Bild und ist tief ernst gemeint. Ich glaube, dass immer dort, wo und dann, wenn wir uns um das Recht nicht kümmern, dass immer neu Machtverhältnisse, Gewaltverhältnisse, Unrechtsverhältnisse sich insgesamt des Rechtes kleiden und über die Menschen zu herrschen beginnen. Ich glaube, das kann man geschichtlich zeigen, ich glaube, das kann man in der Lebenserfahrung zeigen. Und ich glaube, das kann man heute aktuell ganz besonders auch in der Europapolitik zeigen. Und ich meine damit jetzt weniger, dass sozusagen Einzelne das Recht usurpieren. Also ich meine, und das möchte ich mit großem Ernst sagen, wenn man sich heute überlegt, warum geschieht so viel Böses in der Welt? Das meiste Böse, das heute in der Welt geschieht, geschieht nicht durch Übertretung von Gesetzen. Das gibt es auch, ja? Dass einer den anderen bestiehlt oder ihm irgendwas über die Rübe zieht. Das gibt es, aber sehr selten. Ja? Und das fällt nicht so ins Gewicht. Viel mehr ins Gewicht fällt das unendlich massive Böse, das jeden Tag geschieht, in Beachtung, ja sogar in Nutzung, in Anwendung von Gesetzen. Das ist das große Thema, das mich beschäftigt. Weil wir stehen, gehen, warten alle im Recht ständig. Wir sind nie frei von Recht. Das Recht bestimmt unser Leben. Schon wenn ich morgens irgendwo zur Arbeit gehe, gelten 1000 Rechtsbestimmungen. Zum Beispiel die, dass ich mein Geld in der Arbeit im Schweiß meines Angesichts verdienen muss. Das folgt aus Rechtsverhältnissen, die wir geschaffen haben. Grundeinkommen zum Beispiel will ein völlig anderes Recht schaffen. Eine andere Souveränität an der Stelle. Das ist jetzt nicht unser Thema. Aber ich finde das ein sehr wichtiges Thema. So, und so ist das auf allen Gebieten, wenn ich irgendeine Versicherung abschließe oder zur Bank gehe, wenn ich was kaufe, sind alles Rechtsakte. Dass die Kinder, ich sehe da ein paar Jugendliche, zur Schule gehen müssen, das ist bei uns Pflicht, Schulpflicht, Recht. Ja? Wenn ich irgendwas gründen will, muss ich sofort gucken, wie geht das. Ja, wenn ich einen Verein gründen will, muss ich 1000 Regeln beachten. Und den meisten passiert es, dass sie dann beim Registergericht landen und dann wird ihnen mitgeteilt, so geht das nicht. Ja? Ihr müsst das so machen, wie wir das wollen. Ja? Ich habe viele Vereine in meinem Leben gegründet. Bei fast jeder Gründung haben wir gestritten. Ja? Und fast immer haben wir gesagt, nö, wir machen das jetzt anders. Denn die gucken auf das gewordene Recht. Die gucken, was gilt bisher. Ja? Und so muss das sein, was zukünftig passiert. Alles muss sich ans gewordene Recht halten. Was aber unsere wichtigste Aufgabe ist als Mensch, das ist Rechtschöpfung.
Also neues Recht entwickeln. Und neues Recht ist immer anders als das gewordene Recht. Deswegen muss man immer das gewordene Recht ein Stück weit transzendieren. Ich habe eine Stiftung gegründet zum Beispiel, da hat mir, also war eine öffentlich-rechtliche Stiftung, deswegen bedurfte es eines Gesetzesentwurfs, die Stiftung Aufarbeitung, da hat dann die Bundesregierung mitgeteilt, so geht das nicht, wie ihr das hier wollt, weil in dieser Stiftung muss die Mehrheit der Stimmen bei der Bundesregierung liegen. Finanzministerium, Innenministerium und so weiter müssen Sitze in der Stiftung haben und müssen die Mehrheit haben. Ich sage, Moment mal, wieso? Das ist geltendes Recht. Ich sage, wo steht das? Ja, schauen Sie mal hier, Herr Häfner, Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung, Bismarck Stiftung, alle Stiftungen, öffentlich-rechtlichen Stiftungen sind so. Ich sage, in welchem Gesetz steht das? Das ist so. Ja. Ich sage, gut. Jetzt machen wir die erste Stiftung, wo keiner von der Regierung irgendwas zu sagen hat. Wir gründen eine öffentlich-rechtliche Stiftung und nur Bürger haben zu entscheiden. Es gab einen Aufschrei, aber es ging, weil es rechtlich nicht untersagbar steht. Nirgendwo in der Verfassung, dass man es nicht darf. Es gibt kein Gesetz, dass man es nicht darf. So könnte ich ganz viele Beispiele erzählen. Also darum geht es. Recht schöpfend tätig zu werden, zu begreifen, dass dieser erste Teil des Satzes, die Gleichheit vor dem Recht, wichtig ist, aber viel wichtiger der zweite Teil, den wir immer vergessen. Nämlich, dass das Recht ja nicht vom Himmel fällt, nicht naturgegeben ist, sondern von Menschen gemacht wird und dass wir die Schöpfer des Rechts sind. So, und das heißt, sich drum kümmern. Das heißt, Licht reinbringen. Und das heißt, wo immer wir das nicht tun, da wachsen Gespenster. Wo immer wir das nicht tun, ja, da machen sich andere Kräfte breit. Um Europa zum Beispiel kümmern wir uns zu wenig. Viel zu wenig. Und was sich breit macht, das ist, und jetzt hoffe ich, dass mich keiner missversteht, gar nicht sozusagen individuell Böses, sondern das ist, dass bestimmte Interessen und Interessengruppen sich massiv zur Geltung bringen und Verhältnisse schaffen, wo quasi mechanistisch, also durch Regeln, die geschaffen werden, das, was ich vorher das Böse sagte, gemehrt wird. Ich halte, was heute an den Finanzmärkten passiert, was heute bei der Spekulation zum Beispiel mit Lebensmitteln, Spekulation mit Rohstoffen, was heute in anderen spekulativen Bereichen passiert, für ungleich viel schlimmer als jeden Bankraub, den es in dieser Republik je gegeben hat. Ja, ich halte es da sehr mit Bert Brecht, der gesagt hat, was ist ein Bankraub gegen die Gründung einer Bank? Wenn wir uns angucken, wie heute weltweit die Geldströme verlaufen, wenn wir uns angucken, dass wir dieses Europa aufgebaut haben auf der Idee der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit und ich zum Beispiel als junger Mensch innerlich tief überzeugt war, dass es schreckliche Armut und obszönen Reichtum gibt, am schlimmsten in Afrika zum Beispiel, in Lateinamerika, das ist etwas, das widerspricht unserem Ideal hier in Mitteleuropa und es gibt das ein Stück weit noch, aber wir werden das immer mehr überwinden, immer mehr eine Gesellschaft entwickeln können, in der alle die gleichen Möglichkeiten haben, ihr Leben in Freiheit und Würde zu gestalten. Davon war ich felsenfest überzeugt. Das galt auch eine Zeit lang übrigens. Es wurde eine Zeit lang zunehmend etwas gerechter. Wenn Sie gucken, die letzten 20 Jahre, ist diese Schere zwischen Arm und Reich so dramatisch auseinandergeklafft, dass es richtig schrecklich ist. Wir haben wirklich richtige Armut, und zwar sogar bei Menschen, die arbeiten. Also nicht nur bei Leuten, die keine Arbeit haben. Und wir haben immer obszöneren Reichtum, die Leute wissen überhaupt nicht, wo die hingehen. So, und ich sage, das ist eine Rechtsfrage. Das ist im Kern eine Rechtsfrage. Es ist im Kern eine Rechtsfrage, ob es richtig ist, dass der Vorstandschef der Deutschen Bank 17 Millionen im Jahr verdient und der Pförtner, was weiß ich, 17.000 oder so. Ist das richtig? Ich will das gar nicht entscheiden. Ich glaube nur, jeder hat so ein Rechtsempfinden, das ist der zentrale Ort des Rechtes, das Empfinden. Das ist nicht so sehr jetzt eine Frage abstrakten Denkens, sondern beim Recht muss man mit dem Herzen denken. Was ist angemessen? Aber wir stellen diese Fragen gar nicht. Wir stellen sie nicht, weil wir meinen, das wäre entschieden. Ja, sogar wenn ich das heute anders haben will, dann spreche ich mich ja gegen geltendes Recht an. Sehen Sie, und das müssen wir ändern. Wir müssen wieder zu den Gestaltern des Rechts werden. Wir müssen diese Fragen besprechen können. Denn das Recht ist unseres. Also, das Recht wird von Menschen gemacht. Und wenn wir uns klar sind, dass wir der Souverän sind,
dann ist das nicht nur sozusagen eine Möglichkeit, die da drin liegt, sondern es ist auch eine Verpflichtung, es ist eine Verantwortung. Und die entscheidende Frage beim Recht ist, wer entscheidet? Wie und nach welchen Grundlagen? Das ist die entscheidende Frage. Und deshalb haben wir mehr Demokratie gegründet. Weil es etwas anderes ist, ob man sozusagen eine politische Klasse hat, die in sich lebt, in einer ganz eigenen, anderen, künstlichen Welt. Ich könnte Tage und Nächte nur davon erzählen, wie dieses Leben so ist. Es ist komplett anders als das Leben anderer Menschen. In Brüssel begegne ich fast nur Kollegen, also anderen Abgeordneten, Beamten, unendlich vielen Beamten, Lobbyisten, Kommissaren, Journalisten, ja, Tausenden von Journalisten, die da in Brüssel sind, aber ich begegne so gut wie keinen normalen Menschen. Schon gar nicht denen, die mich gewählt haben, die sind ganz weit weg. Das allein schon ist ein Teil der Tragik. Dann muss man gucken, wer hat da Einfluss? Wer ist da stark und mächtig organisiert? Gerade bei den ganzen schwierigen Entscheidungen zu Finanzmärkten heute. Wer berät zum Beispiel die Politiker? Denn sehr häufig ist es so, dass die Politiker selbst gar nicht immer das notwendige Fachwissen dafür haben. Dann guckt man, das sind Berater von Goldman Sachs, von Fresher, von allen möglichen Firmen, die genau in diesem Feld tätig werden und davon verdienen. Das ist so, wie wenn, was weiß ich, die Betreiber der Atomkraftwerke die deutsche Energiepolitik beraten. Weil das nicht so, nicht so weit weg. Das ist gut, da haben wir viel geschafft, was die Atomkraftwerke betrifft, aber auf vielen anderen Gebieten ist genau das weiterhin der Fall. Also das ist die zentrale Frage. Mir ist wichtig für Europa, ein paar Dinge festzustellen, die zu wenig deutlich im Bewusstsein sind. Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft des Rechts. Sie ist auf Verträge gegründet und an Verträge gebunden. Das heißt, auch in der EU gilt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. In Artikel 10 zum Beispiel der geltenden Verträge steht die Verpflichtung auf das Demokratieprinzip. Und ohne Einhaltung dieser Verträge erodiert das Recht. Wir haben aber bei der Umsetzung der Wirtschafts- und Währungsunion, bei der Krisenpolitik der letzten Jahre beständig Recht gebrochen. Zum Beispiel ist ein zentraler Grundsatz der Wirtschafts- und Währungsunion gewesen, wenn man in die Verträge schaut, steht das da glasklar, dass die Mitgliedstaaten selbst weiterhin die Verantwortung tragen für ihren Haushalt. Damit das funktioniert, hat man weitere Regeln aufgestellt, zum Beispiel die Begrenzung der Staatsverschuldung auf maximal 60% des Bruttosozialprodukts, die Begrenzung der Neuverschuldung auf 3% maximal, die No-Bailout-Clause, also es darf nicht, erstens die Zentralbank muss völlig unabhängig sein, zweitens sie darf keine Staatsfinanzierung betreiben. Es darf nicht so sein, dass Staaten sich verschulden und dann nicht selbst dafür gerade stehen, sondern andere gewissermaßen zwingen, ihre Schulden zu bezahlen. Sonst ist jede Verantwortlichkeit weg. Also so jedenfalls sind die Regeln. Ja? So. Und gegen diese Regelung ist verschuldet worden. Wir haben eine dramatische Staatsverschuldung und die Begrenzung der Staatsverschuldung, die in den Verträgen vorgesehen war, ist ja ein essentieller Punkt, übrigens jetzt überhaupt nicht aus wirtschafts- oder fiskalpolitischen Gründen. Warum ist die Begrenzung von Verschuldung so wichtig? Weil diese Schulden die nachfolgenden Generationen fesseln. Das ist eine unglaubliche Tragik, die kaum erörtert wird heute, dass wir gegenwärtig das verbrauchen, das verfrühstücken, was denen, die nach uns kommen, eigentlich vorbehalten wäre. Etwas, was ich zutiefst als Unrecht empfinde. Oder Staatsverschuldung bedeutet immer, dass die Ärmeren stärker betroffen sind als die Reichen. Egal auf welche Weise, ob es darum geht, dass der Staat sozusagen seine Ausgaben zurückfährt, es plötzlich kein öffentliches Schwimmbad mehr gibt, plötzlich weniger öffentlichen Nahverkehr, keine Bibliotheken und so weiter, auf die reiche Menschen nicht angewiesen sind, aber Ärmere durchaus. Oder eben umgekehrt, dadurch, dass die arbeiten und Steuern zahlen, die Kosten tragen und es zu einer ständigen Umverteilung führt von arm zu reich oder von den Nichtvermögenden zu den Vermögenden. Wo immer sich jemand verschuldet, gibt es auf der anderen Seite Vermögen. Ja?
ist immer balanciert. Das heißt, es gibt jemand, der so unendlich viel Geld hat, der sagt, okay, ich leih dir was, aber du musst mir Zinsen zahlen. Und das heißt, wir alle zahlen mit einem Großteil unserer Steuern heute nur noch Zinsen, gar nicht mehr tatsächliche Tätigkeiten. Und diese Zinsen wandern sozusagen beständig jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde zu denen, die so große Vermögen haben, dass sie immer reicher werden. Das ist ein gigantischer Umverteilungsmechanismus, den wir immer weiter antreiben. Und was wir ja machen, ist, und übrigens noch ein Punkt, das treibt die Staaten in die Abhängigkeit und zerstört Demokratie, weil sie abhängig werden von ihren Kreditgebern. Und das kann man in der europäischen Politik heute sehr genau beobachten und trennt Risiko und Verantwortung. Ein zentrales Prinzip, jedenfalls einer freien Marktwirtschaft, in der ich natürlich mit Geld, das ich nicht brauche, spekulieren kann. Und je riskanter ich spekuliere, umso höher ist der Zinssatz. Mir hat 2010 einer erzählt, Herr Häfner, ja, ich spekuliere jetzt nur noch in griechische Staatsanleihen. Wissen Sie, was ich da kriege? 26,5%. Wo kriege ich sowas noch außerhalb von Drogen- und Waffenhandel, hat er gesagt. Ja. Also völlig ernst gemeint. Ich war übrigens in München, im Nymphenburger Schloss, als ich da einen Vortrag hielt zum Europatag, sagte der das. Ja. Und er hat gesagt, und wissen Sie was, Herr Häfner, Sie, und er meinte in dem Fall, mich sozusagen stellvertretend für die Europäische Union, Sie sind auch noch so blöd und garantieren mir das. Verstehen Sie, das ist, was wir im Moment machen. Es gibt dieses Risiko faktisch kaum noch, ja, weil wir sagen, okay, solange es gut geht, nehmt ihr das Geld mit, ja, wir schenken euch das, aber wenn es schief geht, dann sammeln wir ein und alle helfen euch. Ja. Und dann muss der Steuerzahler haben und muss die Schulden tragen. Und zwar nicht nur über EFSF, über ESM, sondern auch, was zum Beispiel die Europäische Zentralbank macht durch die ständigen Schuldenaufkäufe, ist nicht nur, dass es verbotene Staatsfinanzierung ist, gegen die Verträge verstößt, sondern auch, dass das Risiko von den Banken und Finanzagenturen wegverlagert wird auf die Gemeinschaft, das heißt die Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir also jetzt das sagen, was von Anfang an notwendig gewesen wäre, nämlich wenn wir sagen, wo Gewinne gemacht werden, müssen auch Verluste gemacht werden. Wir haben ja ökonomisch gesehen heute eine unglaubliche Spekulationsbasis. Wir haben nicht zu wenig, wir haben viel zu viel Geld im Markt, viel zu viel spekulatives Geld. 98% der Geldbeziehungen auf der Welt sind heute nur noch rein spekulativer Natur, haben gar nichts mehr zu tun mit konkreten Wirtschaftswerten. Also das heißt, da muss man eigentlich jetzt gucken, wie kann man zur Landung ansetzen. Das wäre der Job. Das heißt, Verluste realisieren. Können wir aber nicht mehr. Weil wenn wir jetzt Verluste realisieren, dann ist der die meisten Verluste trägt, ist der Bürger, sind die Staaten, sind die Steuerzahler. Weil wir das Verlustrisiko sozialisiert haben. Das ist eine unglaubliche Tragik, weil es in meinen Augen auch das Vertrauen in das, es nicht nur schränkt es die Staaten ein und damit die Bürger, sondern es unterminiert, zerstört das Vertrauen der Bürger in das Recht, in das Gesetz, in den Bestand dessen, was versprochen und schriftlich niedergelegt war. Und es unterminiert auch das Vertrauen der Bürger in diese Europäische Union. Was mir an dieser Stelle wichtig ist, ist, bislang haben wir keines dieser Probleme gelöst. Was wir machen ist, und es wird es ja auch immer genannt, die Schuldentragfähigkeit erhöhen. Und Schuldentragfähigkeit erhöhen ist eigentlich das Absurdeste überhaupt. Wir verlängern die Schulden, wir buttern sozusagen da immer mehr rein und merken, wie das weiter wächst, und wir das Problem nicht gelöst haben. Es gab ein paar Versuche, einmal in Griechenland, einmal in Zypern, auch Verluste zu realisieren, aber sehr halbherzig, sehr eingeschränkt. Bei Zypern waren es zwischen 7% und 10%, und bei Zypern hat man das auch noch so gemacht, dass man an dieser Stelle wieder das europäische Recht gebraucht hat. Nämlich kurz vorher hatte die Europäische Union mit großem Aplomb eine Regelung beschlossen und veröffentlicht, dass die Guthaben von Kleinanlegern bis 100.000 Euro generell geschützt sind. Dafür gäbe es kein Risiko. Und kurz danach hat man gesagt, okay, in Zypern machen wir es anders. Da sammeln wir das Geld vor allem von den Kleinanlegern ab. Was in Zypern am absurdesten ist, weil da gibt es relativ wenig Kleinanleger. Das meiste Geld auf zypriotischen Banken ist ausländisches Geld von großen Kapitalgesellschaften, die Steuervorteile Zyperns nutzen. Das ist ein mieses Steuersparmodell. Hier abzuschöpfen bei den großen Summen wäre richtig gewesen. Sich gegen die Kleinanleger zu wenden, hat zu einem irren Aufstand geführt und wieder neu das Vertrauen ins Recht untergraben. Und ich frage mich ständig, wie kann sowas passieren? Wer entscheidet da? Wer berät da?
Und dann muss man eben ein bisschen reden über die Problematik der Konstruktion der Europäischen Union. Ich will das gleich tun, ich will aber vorher noch ganz kurz sagen, wichtig scheint mir in der Sache vor allem auch, dass wir die Ursachen angehen. Das heißt, A, die Ursachen der Staatsverschuldung. Ich will nur ein paar Sachen sehr knapp hier aufzählen. Abbau von Subventionen, Schließung von Steuerschlupflöchern zum Beispiel, stärkere Besteuerung von Vermögen. Ich würde gerne eine Idee, oder ja doch, eine Idee reinstellen, die ich immer faszinierender finde. Das ist das Henry-George-Prinzip. Gucken Sie sich das mal an. Der hat folgende Gedanken. Der hat gesagt, es gibt zwei Arten, wie Menschen zu Geld kommen. Das eine ist durch Einkommen aus Arbeit. Und jetzt, wenn man mal Schenkungen und sowas weglässt, ich finde, also ich habe leider nicht die Zeit, das jetzt so zu entwickeln, wie ich das gerne tun würde, könnte man mal eine eigene Veranstaltung zu machen. Ich finde, dass bei Henry George bestimmte Sachen nicht zu Ende gedacht sind. Das ist zu vereinfacht. Trotzdem will ich das, die Idee mal sagen. Er sagt, das eine sind die Einkommen, die aus Arbeit erzielt werden, und das andere sind Renten. Im Prinzip sind alle anderen Einkommen Renten. Oder Renditen aus Kapitalbesitz, aus Kapitalertrag, aus Spekulationsgeschäften, aus Wertsteigerung von Grundstücken und so weiter. Und er sagt nun, das Erstere gehört den Bürgern, das Zweite gehört dem Gemeinwesen. Guck mal, was war in der Schweiz, als vor wenigen Wochen, ich bin damals in die Schweiz gefahren, ich habe das mitgemacht, miterlebt, das ist immer unglaublich kräftigend, sowas mitzuerleben, als vor wenigen Wochen in der Schweiz Abstimmungstag war und zum Beispiel diese sogenannte Minderinitiative abgestimmt wurde, Begrenzung der Boni für Banker und was noch viel wichtiger, Änderung des Aktiengesellschaftsgesetzes so, dass diese permanenten Stimmrechtsübertragungen, die nämlich das Aktienrecht undemokratisch machen, überwunden werden. Das heißt, man muss dahin gehen, um abstimmen zu können. Heute ist doch so, wenn eine Aktiengesellschaft ihre Generalversammlung hat, dann können Sie da hingehen oder nicht, Sie können mitreden und abstimmen. Ich habe das bei Siemens zum Beispiel jahrelang gemacht, gegen das Engagement von Siemens in der Atomenergie. Sie haben 0,00000001% oder sowas der Stimmen. Alle, die da sitzen, haben überhaupt keine Stimmen. Relativ gesehen, weil die großen Pakete gehalten werden von großen Fonds und diese Fonds übertragen ihr Stimmrecht an bestimmte Leute, die dann pauschal zustimmen. Viele davon sitzen überhaupt nicht in der Versammlung, sondern stimmen über Telefon oder Computer zu und haben immer die Mehrheit. Da können sie dort in der Versammlung beschließen, was sie wollen. So, die Schweizer haben jetzt wieder, das ändern wir. Die müssen da hingehen und müssen selber abstimmen, wenn sie abstimmen wollen. So, aber was ist noch in der Schweiz beschlossen worden? Das hat kaum jemand mitgekriegt hier. Die Landschaftsschutzinitiative. Und was steht da drin? Da steht drin, dass wenn zum Beispiel, hier könnte man sich ja gut vorstellen, im Fuldatal, wenn so eine wunderbare Fläche umgewidmet wird, die bisher offene Landschaft war oder Agrarland, umgewidmet wird in Bauland, ja, was passiert dann? Sie haben eine Wertsteigerung um unvorstellbare Summen. Ja. Ich kenne in München jemanden, der hatte in der Gegend, in der ich dort wohne, viel Land. Ja. Das sind die Leute, die immer am Wochenende mit dem Hubschrauber in die Toskana fliegen jetzt, überhaupt nicht wissen, wohin mit dem ganzen Geld, ja, weil das Land so im Wert gestiegen ist. Ja. Also, was haben die Schweizer gesagt? Die haben gesagt, das ist nicht Verdienst dieses konkreten Menschen. Das ist Folge einer demokratischen Entscheidung, die getroffen wurde in demokratisch gewählten Organen. Und die Schweizer haben jetzt beschlossen, ein Teil dieses Gewinnes, der aus dieser Wertsteigerung entsteht, geht an die Gemeinschaft. Ja? Henry George sagt, alles geht an die Gemeinschaft. Überlegen Sie mal, wenn man das jedenfalls als Grundgedanke durchführen würde, übrigens auch bei Bodenschätzen, ja, ist ja auch im Wesentlichen Rente, unglaubliche Reichtümer gegründet auf, sagen wir mal, das Öl, das aus der Erde geholt wird, aber niemandem gehört, wenn man ehrlich ist. Ja. Also, wir müssen viel tiefer gehen, einen völligen Umbau unseres Wirtschafts, unseres Finanzsystems und vor allen Dingen unseres Geldbegriffes. Das hat ja Johannes gestern schon angedeutet.
Und da wäre mir extrem wichtig, dass wir hier, so wie ich vorher gesagt habe, wo wir kein Licht reinbringen, wo wir nicht anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung heißt erstmal durchschauen, verstehen, drüber nachdenken, ja? Die Begriffe klären, eigene richtige Begriffe an die Stelle der falschen setzen. Wo wir das nicht tun, dann wird das monströs. Heute ist es so, nicht mehr wir haben das Geld im Griff, das Geld hat uns im Griff. Das war aber so nicht gemeint. Ja? Sondern Geld ist eine Einrichtung, die Menschen geschaffen haben, um den wirtschaftlichen Verkehr zu erleichtern. Das kann man auch wieder dazu machen. Dazu muss man aber die Regeln, die das Geld betreffen, ändern. Geld zum Beispiel nicht mehr zur Ware machen, sondern zu einem rein Rechtsdokument, das Beziehungen klärt im Handel, im Wirtschaftsverkehr untereinander. Aber nicht mehr selbst sozusagen einen Warenwert hat. Das kann ich Ihnen nicht ausführen, ich will es aber ansprechen. Und dann, wenn wir jetzt über Europa reden, dann glaube ich, ist das Erste zurück zum Recht. Ohne Recht gibt es keinen Frieden, keine Gerechtigkeit, keine Freiheit, keine Demokratie. Ohne Recht übrigens gäbe es auch keine EU, denn die ist gegründet auf Verträge. Es gäbe keinen Rat, keine Kommissare, kein Parlament, gibt nichts von dem. Wir haben aber die Herrschaft des Rechts beständig eingeschränkt und haben uns ausgeliefert an die Kapitalmärkte. Das habe ich einmal schon erzählt, in Erfurt, glaube ich, war das. Bei einer Anhörung im Europäischen Parlament, als es um diese Interventionen ging, Herrn Trichet, es war die einzige Gelegenheit, wo ich Gelegenheit hatte, Herrn Trichet öffentlich zu befragen, den Vorgänger von Mario Draghi, habe ich gefragt, warum er das macht. Und habe gesagt, es ist gegen die Verträge, es unterminiert das Vertrauen, die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie und so weiter. Und er hat gesagt, Sie haben ein Prinzip, das ist wichtiger als alles das, was ich gesagt hätte. Nämlich, es ginge darum, das Vertrauen an den Märkten wiederherzustellen. Ja. Genau. Und darauf habe ich gesagt, um das Vertrauen der Märkte zu gewinnen. Wobei, Sie wissen, was gemeint ist mit den Märkten. Die Spekulanten, die von diesen Regelungen profitieren. Um das Vertrauen der Märkte zu gewinnen, zerstören Sie die eigentliche Substanz des Gemeinwesens. Das eigentliche Kapital, auf das jedes Gemeinwesen sich gründet, nämlich das Vertrauen der Menschen. So ist das heute. Und wenn Frau Merkel zufällig dann mal versehentlich von einer marktkonformen Demokratie spricht, ist das genau das, was sie sich wünscht. Ja? Was sie meint, die Demokratie muss den Märkten angepasst werden. Nicht umgekehrt. Aber umgekehrt ist die Wahrheit. Das heißt, wir haben einen wirklichen Zauberlehrling da sozusagen gerufen. Ja? Und wir müssen das wieder in die Hand nehmen. Das heißt, wir müssen aus dem Recht heraus, aus der Politik heraus, aus der Demokratie heraus, die Märkte eindämmen, gestalten, die Rahmenregelungen dafür schaffen und so weiter. Und das, was ich da sage, ist sehr ernst, weil ich glaube, dass wir in den letzten Jahren einen zunehmenden Verlust, eine Erosion des Rechts und auch der Politik beobachten. Die Politik wird am Nasenring von der Ökonomie, von der Finanzökonomie durch die Manege gezerrt und hat selbst immer weniger Spielraum. Wir haben in den letzten 5 Jahren enorm viel an Recht und Rechtsgläubigkeit zerstört. Übrigens nicht nur das. Es ist mir wichtig, auch an dieser Stelle beide Seiten zu erwähnen. Wir haben auch, das Europäische Parlament hat auch eine ganze Reihe von Beschlüssen gefasst, die, wenn sie umgesetzt würden, geeignet wären, dieses Vertrauen partiell wiederherzustellen. Also es ist nicht so, dass überhaupt nichts Sinnvolles und Positives geschieht. Etwa was die Besteuerung betrifft, was das Schließen von Steuerschlupflöchern betrifft, was die Einschränkung von Derivaten, Credit Default Swaps und so weiter betrifft. Oder auch zum Beispiel, das sind so Sachen, die sind relativ wenig bekannt. Ich war im Europäischen Parlament Schattenberichterstatter zu der Accounting and Transparency Directive. Worum geht es da? Da versuchen wir dafür zu sorgen, dass Firmen alles, was sie tun, also was rein und raus geht, bilanzmäßig, immer punktgenau und das heißt auch bezogen auf den Ort, an dem die Wertschöpfung stattfindet, bilanzieren und regelmäßig veröffentlichen müssen. Warum? Weil wir heute Verhältnisse haben, wo gerade die ganz Großen überhaupt keine Steuern mehr zahlen. Weil sie hier Geschäfte machen, aber dort versteuern und dort müssen sie nichts zahlen. Ja? Wenn wir das aber so ändern, dass alles das, was hier gemacht wird, auch hier versteuert werden muss, dann ist das vorbei.
Das sind extrem wichtige Veränderungen und da passiert einiges, aber viel zu spät, viel zu langsam und überhaupt nicht genug. Denn die Ideologie in der Europäischen Union war ja, und sie ist niedergelegt in der Lissabon-Strategie, die Ideologie war, dass man auf vielen Feldern reglementiert, kleinteilig die Dinge bestimmt, nur auf einem Feld nicht, nämlich in den Finanzmärkten. Weil man glaubte, das regelt sich von selbst. Und auf diese Weise hoffte man, zur leistungs- und wettbewerbsstärksten Wirtschaftsregion der Welt zu werden. Das Gegenteil hat man erreicht. Europa ist im Moment ökonomisch in einem dramatischen Zustand. Das ist die Folge einer solchen falschen Politik. Und das ist die Folge einer Politik, die nicht mehr öffentlich diskutiert wurde, schon gar nicht mit den Bürgern, sondern einer Politik, wo immer erst entschieden wurde und dann geregelt. Das ist ja das Faszinierende an der Europapolitik. Ja? Übrigens auch jetzt bei ESM-Klagen und so weiter. Ja? Wir können ja nur auf der Basis des Grundgesetzes die Frage der Behandlung im Deutschen Bundestag rechtlich gesehen sauber prüfen. Aber wenn der Bundestag befasst wird, sind ja die Würfel längst gefallen. Das heißt, wenn man die Legitimation der Europäischen Union so konstruiert, und das ist die tragende Lehre, dass sie über die Ratifizierung in den nationalen Parlamenten hergestellt wird, dann ist es eine Legitimation, die immer zu spät kommt. Ich habe das im Deutschen Bundestag, als ich selbst Mitglied zusammen übrigens mit Hertha Deutschberg-Benin, wir waren beide über lange Zeit im Rechtsausschuss und waren dort beide Obleute für unsere Fraktionen. Wir haben das lange erlebt dort, wie das ist bei Europarecht. Da kommen dann die Vorlagen in den Ausschuss und dann machen wir das, wie wir das gewohnt sind oder wie das ein gutes Parlament machen sollte, nämlich Artikel für Artikel, Absatz für Absatz, Zeile für Zeile beraten. Und dann sagen wir, das ist doch Unsinn, das müssen wir ändern. So kann das. Dann meldet sich die Bundesregierung und sagt, aber meine Damen und Herren, wir haben doch in Brüssel längst zugestimmt. Das können Sie doch gar nicht ändern. Das ist die Situation bei der nachgelagerten Zustimmung der Parlamente. Es ist im Grunde immer eine, die keine Alternativen mehr kennt. Diese Politik ist eine, die immer mit dem Argument der Alternativlosigkeit operiert. Was wir deswegen schaffen müssen, ist, dass überhaupt das Gespräch wieder anfängt, die Diskussion anfängt. Was für ein Europa wollen wir? Was für eine Politik in Europa? Wie wollen wir mit diesen Dingen umgehen? Und das geht nur, wenn wir die Demokratie sozusagen auf die europäische Ebene bringen. Im Moment ist es so, dass Demokratie und Europa sich nur, sagen wir mal, sehr teilweise decken. Im Moment ist es so, dass immer mehr Dinge nach Europa transferiert werden, wenn das alles wahr wird, was jetzt im Zusammenhang mit Banking Union, Fiscal Union, Political Union geplant ist, dann wird es so sein, dass sogar beim Königsrecht der jeweiligen Parlamente der Mitgliedstaaten, nämlich den Haushalt aufzustellen, Europa mitredet. Aber wer ist das? Wer soll das sein? Das soll dann sein ein europäischer Kommissar, den niemand gewählt hat. Wo kommen die Kommissare her? Die haben sich nie irgendwo zur Wahl gestellt, kein Wahlkampf gemacht, nie ihre Ziele erklärt. Die werden immer nach den Wahlen aus dem Hut gezaubert. Das werden wir 2014 wieder erleben. Und jetzt soll also eine riesige Behörde, die selbst gar nicht gewählt ist, soll den gewählten Parlamenten sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Ich weiß nicht, wie das geht. Also wenn wir in dieser Situation stecken, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine ist zurück. Die eine wäre zu sagen, raus aus Europa, Schluss mit dem Ganzen. Und ich will mit aller Deutlichkeit sagen, das ist nicht meine Option. Ich halte diese Option für eine Wirklichkeits-, Geschichts- und Zukunftsvergessene. Ich glaube, dass Europa eine Realität ist und bleiben wird. Ich glaube, dass wir begreifen müssen, dass wir nicht entweder oder, sondern dass wir zugleich Bürger sind, sagen wir von Fuldatal und Kassel oder ich von München, von Bayern, von Deutschland, von Europa und dass wir immer mehr auch global denken müssen. Es gibt Fragen, die muss man global diskutieren und entscheiden. Es gibt Fragen, die muss man europäisch entscheiden. Und es gibt Fragen, die muss man national, regional und so weiter entscheiden. Aber wenn das so ist, dann müssen wir eines leisten, was wir bisher nicht geleistet haben. Nämlich wir müssen die transnationale Demokratie als eine durchgängig direkte Demokratie entwickeln. Also überlegen, wie schaffen wir das, dass die Europäische Union durchgängig
demokratisch ist und dass die Bürgerinnen und Bürger über alles das Erste, wenn sie wollen, und das Letzte Wort haben. Denn das ist die Idee der direkten Demokratie. Das erste Wort Volksinitiative und das letzte Wort Volksentscheid. Das sind die beiden zentralen Punkte. Ich sage das deswegen nochmal so deutlich und unterstreiche das so deutlich. Weil spätestens seit dem Schlamassel mit Stuttgart 21 laufen nicht nur in Deutschland, sondern viel mehr noch in Europa unzählige Thinktanks und Stiftungen und sowas rum, ja, Bertelsmann, Nixdorf, und ich will sie gar nicht alle nennen, die sagen, wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung, ganz klar. Und die dann herrliche Folien auflegen und wunderbare Verfahren für Bürgerbeteiligung entwickelt haben, die immer so aussehen, dass die Bürger da irgendwo teilnehmen können, aber die Entscheidungen sind entweder schon gefallen oder fallen woanders. Die Bürger haben gar nichts zu sagen. So, die Bürger dürfen sich mal äußern, ja, das wird dann abgeheftet. Ich habe gerade eine Frau erlebt, die hat sowas mitgemacht, 3 Tage durfte sich äußern über die Zukunft der Europäischen Union, was sie ändern will und so. Dann am Schluss hat sie gefragt, was passiert denn jetzt damit? Ja, wird abgeheftet. Habe ich ganz empört angesprochen, sie fühlt sich veräppelt. Die Leute sind ja nicht ganz dumm. Was wir brauchen, ist ein Gespräch, in dem wirklich die Bürger das letzte Wort haben. Und das ist eigentlich vorgesehen in Artikel 48 des Europäischen Vertrages. Da heißt es nämlich, dass künftige Änderungen der europäischen Verträge nur noch von einem Konvent vorbereitet werden können. Und der Konvent, das war sozusagen der Durchbruch gegenüber der Methode, die ja Jahre, Jahrzehnte lang hieß, Europa, das ist, wenn alternde Menschen 3 Uhr nachts die Uhr anhalten und irgendeinen Deal machen. Ja? Also für eure Milchquotenregelungen kriegen wir 2 Autobahnen. Das ist jetzt nicht erfunden, was ich erzähle. Ja? Sondern solche Deals wurden da gemacht. Das war lange Zeit Europa. Und dann hat man gemerkt, bei allen Vertragsänderungen, immer hat man gesagt, wir wollen das demokratischer machen, transparenter, effizienter und so weiter. Es ist immer noch verworrener geworden. Bürger verstehen das ja gar nicht. Das ist auch ein Teil von Demokratie, wenn man es gar nicht mehr versteht. Wenn ich Ihnen erkläre, dass es den Europäischen Rat gibt, aber dass der Europäische Rat nicht dasselbe ist wie der Rat, ja, und auch nicht dasselbe wie der Europarat und auch nicht dasselbe wie der Ministerrat, sondern dass das alles verschiedene Institutionen sind, die ganz andere Zuständigkeiten haben, dann Sie wissen ja gar nicht, an wen Sie sich wenden müssen. Ja? Oder wie die Gesetzgebung in Europa funktioniert, dass wir im Moment 80% der Gesetze als sogenannte First Reading Agreements in Trilogverfahren debattieren. Haben Sie davon schon mal gehört? Das Interessante ist, das Parlament tagt öffentlich, aber der Trilog ist nicht öffentlich. Im Moment sind 80% der Gesetzgebungsverfahren Trilogverfahren, das heißt, Sie kriegen das gar nicht mit. Das müssen wir ändern. Und das ist nicht sozusagen gegen, sondern das ist für Europa. Das ist für die Geburt eines Europas der Bürgerinnen und Bürger. Denn Europa, das sind am Ende wir. Wir haben es nur noch nicht verstanden. Wir sind selber noch nicht ausreichend auf dieser Ebene angekommen. Es ist nicht immer nur sozusagen die Klage an die andere Seite. Es weisen immer 3 Finger zurück, wenn wir sagen, das ist nicht demokratisch genug, was ihr da macht. 3 Finger weisen zurück, wir haben uns zu wenig eingemischt. Die Bewegung für direkte Demokratie ist noch nicht europäisch geworden in ausreichendem Maß. So wie wir das in Deutschland durchgesetzt haben, genau so müssen wir das in Europa machen. Und das heißt, als erstes, sozusagen als den Türöffner, als das Mittel, überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen, müssen wir diesen europäischen Konvent fordern. Denn der ist von den Verträgen vorgesehen, das ist genauso wie damals mit Artikel 20 Grundgesetz. Die Demokratie ist deshalb so stark geworden, weil wir das gefordert haben, was eigentlich keiner abweisen konnte. Niemand. Weil es im Grundgesetz schon drin stand, sie hatten es nur versteckt. Ja? Im EU-Vertrag steht, es muss einen Konvent geben. Das ist übrigens die ganze Zeit schon so. Warum werden all diese Sachen, die jetzt passiert sind, ESM, EFSF und so weiter, ohne Vertragsänderung gemacht? Weil die Regierungen, die letztendlich in Europa die Hosen haben, immer noch und immer mehr, wir haben eine Regouvernementalisierung der Europapolitik erlebt in den letzten Jahren, weil die Regierungen nichts mehr fürchten als diesen Konvent. Sie wissen genau, wenn es einen Konvent gibt, dann geht es nicht ohne mehr Demokratie ab. Dann wird dieses undemokratische Modell keine Zukunft mehr haben. Deshalb müssen wir den Konvent fordern. Er wird sich nicht auf Dauer vermeiden lassen. Er wird kommen müssen. Und deshalb ist wichtig, nicht nur zu sagen Konvent, sondern zu sagen wie. Ein demokratischer Konvent, in dem nach Möglichkeit die Mitglieder von den Bürgern gewählt sind, der eine demokratische Geschäftsordnung hat, mit Mehrheit abstimmt, nicht wie der letzte, hinter verschlossenen Türen das Präsidium entscheidet und der Konvent letztlich nicht.
Ein Konvent, der die Bürgerinnen und Bürger einbezieht. Ein Konvent, der Zeit hat. Das ist eine der ersten Forderungen, die ich zurzeit immer erhebe. Slow Politics. Weg von dieser rasenden Politik der Alternativlosigkeiten, wo immer ganz schnell entschieden wird, wenn man sagt, das ist jetzt die Lösung, ein paar Monate später, tut uns leid, war sie nicht. Ja. Das ist jetzt, das muss sofort passieren, hinterher können wir dann diskutieren. Ja. Und in diesem Sofortismus wird immer mehr an Demokratie abgebaut und immer mehr an Schädlichen beschlossen. Ein bisschen mehr Nachdenken täte der Politik gut. Das heißt, der Konvent muss Zeit haben. Der letzte hatte viel zu wenig Zeit. Die hatten gerade angefangen, dann fiel schon wieder das Fallbeil. Und deswegen ist der größte Teil dessen, was heute in den Verträgen steht, ist gar nicht diskutiert worden im Konvent. Nur das erste und zweite Kapitel wurden diskutiert. Das dritte und vierte wurde dann noch so hingeklatscht, ohne dass man Zeit hatte, das zu diskutieren. Und da stehen gerade viele der problematischen Sachen drin. Zeit. Ich würde sagen, 3 Jahre. Breite Diskussion. Bürger einladen, sich zu beteiligen. Wenn 100.000 Bürger eine Idee unterschreiben, muss es dort beraten werden. Und dann, wenn der Konvent fertig ist, nicht gleich darüber entscheiden, sondern nochmal ein Jahr einlegen, Pause, breite öffentliche Diskussion, wo sich Bürger, Initiativen, Wissenschaftler und so weiter äußern können. Dann nochmal 6 Monate Konvent zusammentreten, im Lichte dieser Debatte das Ganze nochmal überarbeiten und dann nicht den Staats- und Regierungschefs, sondern den Bürgerinnen und Bürgern zur Abstimmung vorlegen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist wie der Schlussstein bei der gotischen Kathedrale, auf den alles zugebaut wird und wo man das ganze Gewölbe nicht bauen, nicht tragen, halten und verstehen kann, ohne diesen Schlussstein. Anders gesagt, wenn ich einen Konvent habe, bei dem ich weiß, am Ende entscheiden die Regierungen über diesen Text, schreibe ich einen anderen Text, als wenn ich weiß, den muss ich den Bürgerinnen und Bürgern vorlegen. So, und dann glaube ich, ist es nötig, dass wir uns Gedanken machen darüber, wie eine demokratische Europäische Union aussehen kann. Das ist gar nicht einfach. Ich würde zum Beispiel sagen, dass bei all dem, was auf europäischer Ebene verbindlich entschieden wird, und ich meine, das sollte man nochmal genau anschauen, was wird sinnvoll auf dieser Ebene entschieden und was auf einer anderen, bei all dem das letzte Wort beim Parlament liegen muss. Beim von den Bürgern gewählten Parlament. Ich meine, dass die Regeln im Parlament für die Zusammensetzung des Parlaments geändert werden müssen und dass wir europaweit einheitliche Regelungen für die Wahlen brauchen und auch für die Nominierung von Kandidaten. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass wir im Europäischen Parlament Mitglieder haben, die sind nie gewählt. Es gibt Mitglieder, die wurden einfach von ihren Parteipräsidenten entsandt. So, das muss man alles offen diskutieren und das muss man alles ändern. Ich meine, dass wir die Regionen stärken müssen, dass wir immer mehr Gesetzgebung auch unterhalb der Ebene der Union, aber nicht zwingend im Nationalstaat machen. Warum sollen nicht die Alpenländer für sich zum Beispiel Dinge zusammen entscheiden? Da versteht ein Hamburger sehr viel weniger davon als einer, sagen wir mal, in Ljubljana. Ich habe als Münchner in bestimmten Fragen viel mehr Gemeinsamkeiten mit Leuten in Ljubljana oder in Graz oder in der Schweiz, als mit Leuten an der Nordsee. Ja? Bestimmte Sachen sollte man in solchen Zusammenhängen entscheiden. Die Landwirtschaft zum Beispiel in Bergen, völlig anders als in Niedersachsen. Und trotzdem machen wir einheitliche Regelungen. So, und dann, glaube ich, brauchen wir auf europäischer Ebene direkte Demokratie, klare, verbindliche Regelungen, Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid. Und bei allen Vertragsänderungen brauchen wir verbindliche Regelungen auf europäischer Ebene. So kann Europa allmählich ein Europa der Bürgerinnen und Bürger werden. Unser Europa. Denn das ist es eigentlich schon. Wir haben nur noch nicht die Kraft gehabt. Insofern möchte ich jetzt ganz bewusst zum Schluss dieses Beitrags sozusagen den Finger zurückweisen an uns. Wir haben noch nicht die Kraft gehabt, dieses Europa bewusst zu ergreifen. Dafür brauchen wir neue Ideen, neue Initiativen, neue Instrumente. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir ergänzend zu mehr Demokratie jetzt Democracy International aufbauen, damit wir auch ein Instrument auf dieser Ebene haben. Ich möchte alle herzlich einladen, an diesen Fragen mitzuwirken, denn für mehr Demokratie ist es so, wir haben so klein angefangen, aber jetzt stehen wir hier. Aber wir haben noch lange nicht unsere Aufgabe erfüllt, sondern unsere Aufgabe ist eine weltweite. Und wir müssen diese globale Dimension ins Auge fassen.
diese Dimension, bei der es uns nicht genügt, wenn wir Demokratie haben für uns, sondern bei der es erst dann wirklich erreicht ist, das Ziel, wenn wir Demokratie haben für alle. Denn das ist die Idee der direkten Demokratie. Lasst uns in Europa damit anfangen.